Hallöchen ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Das hier ist mein Rezept bestehend aus Kartoffeln, Speckspießchen und lange Bohnen. Wie es geht, zeige ich euch jetzt. Bleibt dabei! Ich habe hier die Zutaten zu meinem Rezept und zwar, ich habe die Kartoffeln schon geputzt und geschält. Die Prinzessbohnen, wie ihr seht, sind schon vorbereitet. Ich habe hier die zwei weggenommen, habe ich schon vorbereitet. Dann habe ich Zwiebel, Parmesan-Käse am Stück, was ich nachher dann über das Gericht reiben werde. Dann habe ich Kartenschinken, dann habe ich hier Bauchspeck, Knoblauch, Lorbeerblatt, ein paar Tomaten, Olivenöl und Gewürze, Thymian, Paprika, Salz und Pfeffer. Und los geht's mit Sachen schneiden und für den Ofen vorbereiten. Bleibt dabei, ihr Lieben. Ich fange an mit Zwiebel. Ich schneide die Ringe. Dann verteile ich über die Bohnen. Und dann kommt der Speck dazu. Olivenöl. Es muss so genug Olivenöl da sein, dass da alles unter Öl kommt. Dann kommt Pfeffer und Salz. Dann mache ich alles so um. So, man sieht hier, dass Olivenöl genug da ist. Jetzt gehe ich an den Kartoffeln dran. Und die Kartoffeln schneide ich so rund und nicht zu dünn. So, die Kartoffeln sind fertig. Jetzt schneide ich den Speck noch. So, und bevor ich es vergesse, ich habe hier die zwei Knoblauchzehe. Einer kommt in eine Marinade und ein Stück kommt dann in den Bohnen. Habe ich vorhin vergessen, die da reinzupressen. Dann mache ich jetzt mal schnell, bevor ich es vergesse. Ja, und hier geht es weiter mit der Marinade. Habe ich schon mal erwähnt, das ist meine Lieblingsmarinade. Dann kommt das zweite Stück Knoblauchzehe, Pfeffer und Salz. So, hier Thymian habe ich und Paprika. Das ist die Marinade, so sieht es aus. Und die kommt nachher bei die Kartoffeln. Wir sind jetzt so weit, dass wir dann für den Ofen das Blech vorbereiten. Ja, und nicht mehr lange und dann ist unser Gericht fertig. Dafür bereite ich meinen Backofen vor und zwar, ich mache Umluft. 180 Grad. So, die Kartoffeln verteile ich auf dem Blech. So schön. Verteilen hier. Dann kommt die Marinade im Einsatz jetzt. Dann als nächstes habe ich hier Zahnstocher. Da kommen die hier. Dann kommt der Speck obendrauf. Der nächste Schritt. Wenn wir hier fertig mit dem Speck sind, dann kommen die kleinen Tomätchen oben drauf. Ja. Und nur noch ein letzter Schritt. Da kommen die Bohnen auch jetzt hier. Ja. Und wir sind fast fertig. Kommt alles schon hier verteilt. Machen wir lieber so. Geht schneller. Und Lorbeerblatt darf auch nicht fehlen. Das platziere ich irgendwo in der Mitte hier. Ja, und jetzt kommt noch unser Parmesankäse. Überall verteile ich. Über die Kartoffeln, über die Bohnen.
sieht das alles aus hier. Sieht wunderbar aus. Ich bin stolz auf mich. So, jetzt kommt in den Ofen für etwa 45 Minuten. Jetzt gucken wir rein. Wow. Hey, voilà! Fertig ist das Abendessen. Ich habe richtig Spaß gehabt. Das schmeckt wunderbar, das duftet wunderbar. Kocht es nach, ihr Lieben. Abonniert mich, liked mich, gebt mir auch einen Kommentar und seid dabei bei dem nächsten Video. Bleibt gesund. Eure Tati. Tschüssi.